Yeah, I'm looking good. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Let's Test auf diesem Kanal. Heute in Folge 1, Sins of a Solar Empire in der Trinity Edition, also mit den ersten Add-ons. Es gibt noch das Rebellion Upgrade, aber das habe ich jetzt nicht. Aber das ist auch marginal, also das ist nicht wichtig. Ein Wort zum Spiel, es gibt hier keine Kampagne oder sowas. Das heißt, man spielt eigentlich Skirmish-Maps. Und je nachdem, wie man es einstellt, kann sich das über ein paar Stunden hinziehen. Also vielleicht vergleichbar mit sowas wie Civilization. Nur halt nicht rundenbasiert. Man spielt einfach ein Szenario und hat diverse Siegbedingungen. Wir spielen jetzt, hier die Karte Balance of Power. Spielen wir Game Options. Ja, ich habe hier ein bisschen schnelleres Geld, etc., etc., damit ich euch mehr zeigen kann. Piraten mache ich aktiv. Große Flotten. Ich weiß nicht, was das ausmacht. Okay, man kann auch durch Diplomatie gewinnen. Aber da bin ich nicht so der große Freund von. Ich hau lieber auf die Kacke. Und dann gucken wir mal. Wir haben ja, ich habe jetzt 3 Gegner. Damit ich euch in Ruhe alles zeigen kann, nehme ich einfach mal einen bei mir rein. Aber einen leichten. Genau wie auch der Gegner einen leichten. Wir sind random. Wir spielen als Menschens. Und starten einfach mal das Spiel. Das ist ein Weltraum-Echtzeitstrategiespiel. Und zwar mit sehr gemächlichem Tempo, könnte man sagen. Viel erforschen. Planeten kolonisieren. Die Gegner platt machen kommt auch mal. Dann kommen mal Piraten. Also es ist alles sehr gemächlich. Aber keine Angst. Ich mache kein ewig langes Video. Falls ihr allerdings doch Spaß daran haben solltet, ja, dann würde ich euch empfehlen. Oh ne, was spiele ich denn jetzt hier? Fregattenfabrik. Ah, ja, klar, da ist es doch. Falls ihr allerdings doch Spaß dran haben solltet, dann schreibt es mir und dann mache ich vielleicht mehr Videos dazu. So, hier haben wir einmal Logistikstrukturen. Wie ja, verschiedene Fabriken. Zum Beispiel Capital Ship, das ist ein sehr, sehr große. Sowas werde ich auch bauen. Ja, setzen wir es mal dahin. Und dann setzen wir hier noch Metal Extractor und Crystal Extractor. Das sind hier auf diesen Asteroiden Fabriken, die mir natürlich hier Metall und Crystal generieren. Ja. Das hier ist eine Fregattenfabrik. Hier gibt es Cruiser, die muss ich aber noch erforschen. Und hier gibt es Fregatten. Da kann ich nur das Disciple Vessel bauen. Und den Seeker Vessel. Und die sind jetzt nicht so der Bringer. Also baue ich gar nichts, sondern baue gleich ein Capital Ship. Mal gucken, vielleicht eins, was auch kolonisieren kann. Weil ich kann sehr weit rauszoomen. Und wie ihr seht, hier ist mein Kumpel. Und hier sind verschiedene Planeten. Und das sind über 20 Stück. Nur mehr habe ich nicht erforscht. Ich sehe nur die angrenzenden. Hier, das ist hier unser Stern. Ah, er hat was erforscht. Und dann sehe ich auch gleich ein bisschen mehr. Irgendwo sind Gegner und es sind auch noch Piraten dort. So, und dann gucken wir doch mal. Na, seht ihr? Da. Capital Ship, schon fertig. Und wir verschiedene Schiffe. Das hier sind gewöhnlicherweise ziemliche Kampfschiffe. Und ich muss mein Handy weiter weglegen, das habt ihr bestimmt gehört. Und hier, nee, das ist ein Battleship. Aber ich suche eins, was die Spezialität kolonisieren hat. Erstmal, weil die sind nämlich teuer und man muss upgraden, damit man mehr bauen kann auch. Hier, das hat Colonize. Ist ein Support-Ship. Und da setze ich mal, das fliegt dahin. Ist kein kleines Schiff. Hier seht ihr meinen Planeten. Hier fliegen alle möglichen Schiffchen rum und so. Und bauen und machen und tun. Wir können den Planeten auch upgraden. Zum Beispiel hier mehr Logistikkapazität, weil es können nur so und so viele Sachen in der Umlaufbahn. Oder mehr Militär, also Tactical. Wir können den Planeten erforschen. Und wir können andere Planeten zu unserem Hauptplaneten machen. Da gibt es auch verschiedene Specials. Wie zum Beispiel die Tax Rate geht hoch, also die Steuerrate, dass wir mehr Geld verdienen.
Und das ist auch nie verkehrt, dass wir ein bisschen upgraden, besonders hier in die Civilian Infrastruktur, weil gibt's mehr Geld. Kann man nämlich hier oben drauf gucken. Hier sehen wir immer die Planeten, die wir haben. Und wie viel Geld es in der Sekunde kostet. Und dann haben wir auch Fleet Upkeep, 0% momentan, weil wir kein Schiff haben. Und das ist dann zum Beispiel Minus. Wenn wir die Planeten nicht upgraden, machen wir Minus. Das ist jetzt unser kleines Schiff. Das können wir auch upgraden, nehmen wir zunächst Colonized. Und es kann auch eine Staffel dabei haben von Fliegern. Nehmen wir einen Bomber Squadron, damit wir uns verteidigen können. So, das ist wie gesagt... Oh, diese Rasse habe ich noch gar nicht gespielt. Ist ja interessant. Etheria heißt der Planet. Und dann gucken wir nochmal. Hier haben wir nicht genug Metall. Das ist auch kein Problem. Wir können hier zum Beispiel Crystal verkaufen. Und können für das Geld, was wir bekommen haben, Metall kaufen. Und schon geht das. Und papp. Und dann werden wir danach unsere Steuerrate hochschrauben und werden dann mehr Planet Income kriegen. Ah. Allied Forces. Der ist aber auch schon ganz schön gut dabei, ne? Der kommt bei mir vorbei. Mein Kumpel. Ah, mit dem Seeker Vessel. Der ist gerade am Erforschen. Wir können jetzt zum Beispiel nehmen unser Hauptschiff. The future is ours. Was jetzt eigentlich nur unser Dings ist. Jetzt können wir hier mit dem Rechtsklick drauf gehen. Und dann fliegt es außerhalb des Gravitationsfeldes. Dauert ein paar Sekunden. Wie gesagt, man kann auch sehr, sehr nah rangehen. Das sind unsere Schiffe. Und dann fliegt es an die Grenze der Gravitation und dann geht es in eine Art Hyperjump. Der heißt hier Face Jump. Meine Fighter warten. Und das können wir uns auch näher angucken. Das sieht ganz lustig aus, finde ich. Wenn man drauf geht, zeigt er einem an, wohin es geht. Jetzt richtet er sich nach aus, weil während des Facejumps gibt es keinen Fliegen, also kein Lenken. Und jetzt geht er ab. Und ab geht's. Und dann können wir rausscrollen und da fliegt er. Und Planet Development complete. Hier kommt er wieder raus. Our fleet Zack. Has arrived. Und hier haben wir zum Beispiel einen Heavy Cruiser. Destiny Dennoch, unfolds. Das wird unser Planet. Das sind Belagerungsfregatten, die hier rumfliegen. Oh, jetzt gleich mit der richtigen Crew hier am Start. Gefällt mir nicht. Bauen wir mal Fregatten. Wir haben jetzt die einzigen, die zu irgendwas taugen, sind die. Insufficient metal. Bauen wir mal welche. Nicht, dass wir hier einfach mal aus dem Planetenorbit rausgerotzt werden direkt. Yeah. Das ist jetzt unser Planet. Und jetzt verkaufen wir mal ein bisschen davon. Ein bisschen davon. Und dann können wir hier Beam Defense Platform bauen. Und unterstützen mal unser Schiff mit Verteidigungsplattformen. Strength and Unity. Damit unsere Gegner mal ein bisschen auf die Fresse kriegen, ja? Schön gediegen eins aufs Fressbrett. Deswegen mache ich hier ganz viele Verteidigungsplattformen genau dort, wo unser Gegner ist. Das können wir uns auch ein bisschen näher gucken. Wie gesagt, es ist ein sehr gediegenes Spiel. Hier sehen wir auch hier unsere Schilde und so, wie das aussieht. Die sehen jetzt nicht so gut aus. Weil wir einfach underpowered sind momentan. Ja, unsere Schilde sind... sind ein wenig... niedergebolzt. Aber solange das Schiff noch so gut aussieht. Ja, Prophet of Psi has a mission for you. Das ist dann hier oben im Diplomacy. Das zeige ich euch, sobald ich hier fertig bin. Strength and Unity.
Und auf jeden Fall sind die momentan ein bisschen overpowered für mich. Mein Schiff kriegt ganz ordentlich einen auf den Sack. Das repariert sich zwar auch nach einer Zeit wieder, aber momentan sehen wir nicht so fit aus. Hier kommen meine Vessels, also meine Fregatten. Und da, wo der Mauszeiger ist, da kann man dann auch hin scrollen, sag ich mal, ja. Das lasse ich mal ein bisschen fliegen, weil ich habe keine Lust, jetzt direkt ein neues zu bauen. Das ist nämlich unser Flaggschiff. Und das möchte ich jetzt nicht, bevor es... Die können ja auch upgraden hier, also die können Level aufsteigen, dann kriegen wir neue Fähigkeiten. Und ich möchte es jetzt nicht eigentlich zerlegen, bevor es geupgradet wurde. Und wie ihr seht, das ist alles sehr gediegene Geschichte. Hier seht ihr auch schon, das sind ganz normale Menschenrassen. Die sind jetzt nicht ganz so modern wie meine Schiffe. Oder sehen zumindest nicht so stylisch aus. Und ich ziehe jetzt mein Flaggschiff zurück. Very wise. Ja, es ist auch sehr weise, ich weiß. Very wise. Und da sieht man, insufficient Fleet Capacity, unsere Flotte ist voll, sag ich mal, ausgelastet. Dann können wir ja zu Fleet Logistics gehen und dann können wir zum Beispiel hier hingehen. Und da brauchen wir erstmal Research Structures. Und das machen wir auch. Willen und Bauen zum Beispiel, ach, die heißen ja anders, das ist Temple of Harmony. Ah ja, das sind ganz normale. No Logistics Slots available. Also ihr seht, es ist viel mit Upgraden, und habt ihr nicht gesehen. Ich mache meine Logistikkapazität hoch. Ich zeige euch nochmal hier, das ist geupgradet inzwischen. Die zivile Infrastruktur. Und da seht ihr, jetzt nehmen wir 16,8 ein zum Beispiel statt 15,2. Our capital ship's shields have been overwhelmed. Ja, es läuft alles sehr gemächlich in dem Spiel. Ist aber ein sehr, sehr schönes Spiel, um zwischendrin zu spielen. Also hier kann eine Eroberung in so einem System mit 20 Planeten, das kann durchaus auch mal ein paar Stunden dauern. So. Der Planet ist zum Beispiel jetzt nicht mehr unsere. Das Schiff, das ist beinahe komplett zerstört. Jetzt gucken wir, jetzt können wir hier upgraden. Pop. Und schon haben wir die Flottenkapazität erhöht. Und dann erhöhe ich auch hier das Ganze. Und dann können wir nämlich, wenn das geupgradet ist, dann können wir ein verficktes Capital Ship mehr bauen. Dann baue ich nämlich zum Beispiel mal ein Trägerschiff. Ja? Wo mehrere Fighter drauf sind zum Beispiel. Hier haben wir es auch zum Beispiel. Revelation, Battlecruiser, Mothership. Ich glaube, der Battlecruiser ist es. Oder ich weiß es gar nicht mehr. Oder haben wir überhaupt Träger? Hier, Helicon Carrier. Den bauen wir. Construction finished. Und das wird auch das nächste sein, was unsere Gegner auf den Latz bekommen. Hat unser Schiff überhaupt überlebt? Oh ja. Speak your mind. Gerade so. Very wise. Ja. Und da bauen wir jetzt mal ein paar Verteidigungsplattformen. Weil wenn der Gegner kommt, dann möchte ich mich doch in Sicherheit wissen. Und was haben wir hier? Das ist die Defense-Plattform. Hier haben wir nochmal Plattform. Knowledge acquired. Knowledge acquired. Das ist unser Mutterschiff. Hier können wir sehen, ist nicht mehr viel übrig von unseren Vessels. Wir müssen also quasi nochmal wiederkommen mit einer stärkeren Flotte. Aber das mache ich glatt. Hier ist mein Bomber-Schwadron. Das ist mein Mutterschiff gehört und das schicke ich jetzt erstmal zum Mutterschiff zurück. So, da haben wir das Mutterschiff. Es ist allerdings nicht aufgestiegen. Gucken wir mal. Ich kaufe mal Bob ein Upgrade und ich kaufe noch ein Upgrade.
So. Ich habe momentan keine Ability Points, aber die kriege ich, weil ich bin jetzt gerade im Upgrade von dem Schiff. Das habe ich mir gerade für teures Gold erkauft. Und danach mache ich Schildregeneration, damit wir dem Gegner mehr auf den Latz ballern. Und ihr seht, je mehr man hier baut, desto mehr ist auch auf dem Planeten los. Wenn man die rechte Maustaste hält, kann man das Ganze natürlich... Das ist ganz dreidimensional sogar. Wobei natürlich die Flugrouten sind zweidimensional, aber das macht ja nichts eigentlich. So. Und wenn dann unseren Carrier ist, er schon fertig. Ah ne, aber gleich. Ihr seht, hier wird es gerade gebaut, das Schiff, also sind auch schon viele kleine Details eingebaut. Ja, und schon ist das ganze System für mich verloren. Allerdings haben wir jetzt hier den Carrier, der hat verschiedene Sachen. Telekinetischer Push halt, ne? Also weg. Gedöns. Das tue ich trotzdem mal upgraden. Jetzt habe ich natürlich nicht genug Kohle dafür. Construction finished. Da kann ich jetzt hier ein bisschen was verkaufen, zum Beispiel. So, und dann wird er gleich zweimal geupgradet. Adapt Drone, increase the number of Strike Craft Squadrons the carrier can support. Haben wir mehr Strike Crafts. Zum Beispiel jetzt machen wir zweimal Bomber, zweimal Fighter. Ist eine schicke Geschichte. Macht auf jeden Fall Fun. Unser Mutterschiff, also unser Flaggschiff, müsste inzwischen Upgrades erhalten haben. Oder? Es sind noch dabei. Okay, alles klar. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch so reißen können. Unser Einkommen momentan, wie ihr seht, wird auch berechnet hier. Fleet Upkeep minus 9%, 1,7. Das heißt, wir haben Total Income von 16,7. Und je mehr man den Planet upgradet, desto mehr nimmt man ein. Auch wenn die Population wächst. Ist ganz cool gemacht, muss ich sagen. So. Wir können nämlich hier noch in der Infrastruktur ein bisschen rumfingern. Das geht allerdings momentan nicht. Und dann machen wir hier noch eine Verteidigungsplattform hin, weil es so schön ist. Ha. Und da kann man natürlich auch die ganzen Sachen bauen, Fregatten, Cruiser etc. etc. Man muss nicht immer hier hingehen, allerdings kann man da, man kann zwar auch einen Rally Point setzen, aber irgendwie ist das... Allied Forces need our assistance. Allied Forces need our assistance. Hier sieht man auch immer, von wem welche sind hier. Prefects of Sight, das sind unsere Leute. Und dann sieht man immer, was da für Schiffe sind. Also bei Planeten, wo wir was wissen. Ich bin hier. Da sieht man, haben sie eine ganze Flotte. Und da sieht man immer, was da alles ist. Zum Beispiel hier sind Piratenschiffe. Da haben wir ein Piratenschiff. Und da auch ein Pirate Reaper und ein Schiff von unserem Kerl. Ist allerdings ein Seeker. Mit dem Seeker braucht man sich gar nicht erst beschäftigen, weil der ist Schrott. Is it time? So, und der hat jetzt natürlich zwei Upgrades bekommen. Jetzt machen wir zum Beispiel Schildregeneration zweifach. Eine geile Geschichte. Macht Spaß. Your presence is strong. Ja, warten wir nochmal auf das nächste Upgrade. Construction finished. Construction finished. Okay. Drohnen, die uns schwerer zu treffen machen, das ist auch nicht schlecht. Dann können wir noch die Energieaura erhöhen. Hier können wir das Weapon Kill Cooldown verringern, aber wir warten mal kurz, das Upgrade ist ja gleich fertig. Bam! Wir sind aufgestiegen. Das. So, Weapon Cooldown haben wir verringert. Haben wir Push. Violently throws enemy strikes craft within range away from this ship. Dealing physical damage. Machen wir auch. Das ist eine automatische, die kann man an- und ausschalten immer. Ich habe sie jetzt mal so auf. Das sind passive. Das sind extra Schwadronen. Und ich habe sie jetzt auf aktiv stehen. Das heißt, er macht das von alleine. Man kann sie aber auch auf manuell schalten. Jetzt bauen wir es noch. Noch ein Bomber-Schwadron. Da haben wir 5 Schwadrone, das ist schon mal gut.
Hier haben wir unser Schiff. Ihr seht, es hat sich etwas regeneriert. Die Schilde sind bald wieder voll. Die Energie nicht so, aber ist egal. Das hat auch nochmal ein Bomberschwadron. Ist eine gute Geschichte. Gefällt mir so. Was haben wir hier? Das ist ein Defense Vessel Support. Wir gucken mal, was wir hier für starke Cruiser haben. Das ist ein Construction. Improve Relations with Opposing 9. Large Cruiser able to assault many orbital structures. Das will ich auch nicht. Powerful supporting cruiser. Ich bin einfach nur ein ganz normales Kampfschiff. Support Abilities. Ach, mag ich nicht so. Was haben wir denn hier noch alles? Defense Vessel. Ich will was mit Heavy Weapons haben. Okay. Long Range Beam Weapons. Illuminator. Da können wir doch jetzt hier, wir gucken uns jetzt mal das Forschungsmenü ein bisschen an. Das wäre dann jetzt zum Beispiel, die heißen auch bei allen anders übrigens, ne? Nicht bei Harmony, das ist bei Security, glaube ich, oder? Ah ne, das ist das. Okay, alles klar. Ich muss mich das jetzt mal reinfinden, weil die heißen nicht bei allen Rassen, die man hier spielen kann, genauso. Ach, interstellarer Handel, das braucht kein Arsch. Understanding. Und die heißen, wie gesagt, wirklich alle anders. Process to Herald and Void Cruiser. Nein, will ich nicht. Gucken wir mal, ob wir hier angezeigt bekommen, was wir dafür brauchen. Requisite research must be conducted first. Okay, wir müssen. Was müssen wir bauen? Requisite research must be conducted first. Requisite research. Okay, Moment. Oder Vendetta. Ach, wir können den Alex erforschen, ist ja auch interessant. Was haben wir hier? Herald Prototype. Grand Successor to Herald and War Cruiser. Majestic Ships that will improve relations. Ich will keine Relationen. Keine Beziehungen. Voice of Unity. Bounty Hunters will ich auch nicht. Mal gucken, was wir noch so alles haben. Mass Pack, Lightweight Materials, Research between both partners leads to... Allied forces need our assistance. Ach. Scheiß drauf. Harmony. Was denn hier alles? Materialism. Homeworld Prophecy. Ach, ich kenne mich mit denen hier überhaupt nicht aus. Das ist eine super Geschichte, dass ich euch jetzt genau das hier gezeigt habe. Hostility, das ist es doch, Mann. Okay, Crensis has Solanus Education, nein. An allied capital ship has been destroyed. Cool. Ich bin hier gerade am rausfinden. Dominus with your powerful supporting cruisers. Oh, nicht schlecht. Das will ich haben. Ich brauche dreimal Tempel von Hostility. Jo. Bauen wir. No logistic slots available. Ach. Mal schau mal nach, guck. Ich habe keine logistic slots mehr. Das ist eine Assembly-Drohne, die baut Sachen. Okay.
Das heißt, ich müsste einen Planeten einnehmen. Ich müsste einen Planeten einnehmen. Und jetzt baue ich 10. Die setze ich hier hin. So, und dann gehe ich einen Planeten erobern. Was hier ist, weiß ich nicht. Hier ist zum Beispiel eine gegnerische Flotte, die ich gleich in den Nimbus bomben werde. Strength and Unity. Strength the Unity. Ja, 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 ja. Das ist eine Defense-Plattform. So, gucken wir mal, was wir alles haben. Hier haben wir zum Beispiel unseren... The Anima are restless. Unser Carrier. Bop. What's on your mind? Haben wir hier natürlich auch noch die ganzen Sachen, die einem angezeigt werden. Wenn ich ein bisschen rumscrolle, sag ich mal, ne? Und hier ist das andere Schiff. Das sieht jetzt gar nicht mehr so verkehrt aus von der Energie. Schicken wir dahin. Schicken wir auch dahin. Die bauen relativ schnell. Es soll ja kein ewiges Letztest werden. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal einen Planeten erobern. So viel ist klar. Der ist vielleicht einfacher. Aber hier habe ich noch eine Rechnung offen. Weil wir brauchen dann noch so eine extra Plattform, damit wir das bauen können. Ich wollte hier das Eliminator bauen, brauche ich dreimal Temple of Hostility, was so viel ist wie eine Research Station, also eine Forschungsstation für militärische Angelegenheiten. Strength fully Unity. Upgraded, das mag ich nicht so. Emergency Facilities ist nie verkehrt. Ich zeige euch das mal hier. Constructs Crisis Response Centers and Bomb Shelters, increasing the planet's defense against orbital bombardment. Also auf Deutsch eigentlich nur, falls der Gegner es meinen Planeten bombardiert, hält er mehr Stand. Ist nie verkehrt. Strength and Unity. Okay, Cruiser können wir keine bauen, weil die müssen alle erforschen. Und dann, wenn wir jetzt darüber fliegen, dann bauen wir so eine Gedöns, ne? Ja, genau, so ein Temple of Facility. Und dann können wir auch richtig schöne Cruiser bauen. Sagen wir mal, wir haben Geld gespart, ist auch nicht verkehrt. Strength and Unity. Könnt nämlich jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, wir haben no available capital ship crew. Da können wir jetzt hingehen auf Fleet Logistics und sagen, pop! Und schon können wir ein neues Capital Ship bauen, sobald wir die Kohle und so haben. Wobei, die Kohle hätten wir ganz locker. Strength Vielleicht and Unity. Baue ich mir noch ein Battleship oder sowas. Dann sage ich das einfach mal, mir fehlt wie viel Crystal? Das Battleship. Das ist das Kriegsschiff, was wir hier so haben, ne? Ich brauche 400 Metall und 250 Crystal. Gehe ich jetzt mal hin. Strength and Unity. Bop, schon habe ich das. An allied capital ship has been destroyed. Was fehlt mir noch? 400 Metall. Knowledge acquired. Komm, machen wir hier jetzt auch. Battleship. Das kommt da noch hin. Strength and Unity. Und so kann man das halt immer upgraden. Ah, ich zeige euch nochmal hier Diplomatic, bla. Hier, Prophets of Psi. Die haben eine Mission. Ich soll ein Envoy-Ship zu denen schicken. Ich habe 10 Minuten Zeit. Dann kriege ich dafür Freundschaftspunkte, ein bisschen Geld. Ach, das ist aber nicht so wichtig. Weil, so weit kommen wir nicht mehr. Ich warte jetzt auch auf ein Battleship, dass das fertig ist. Und dann sage ich mal den Kumpate da drüben, hallo. Die sind auch fertig. Das ist eine super Geschichte. Das hier ist jetzt meine kleine Flotte. Scheiß auf die Alliierten. Weil hier haben wir so ein paar Flak-Fregatten. Aber die dürften jetzt gegen 3 Capital Ships und meine 1-2 Fregatten nicht so gut sein. Hier wird gerade mein Kampfschiff gebaut. Ihr seht, jetzt bin ich fertig. Vengeance is a cruel mistress. Unleash our wrath. Unleash our wrath. Da haben wir. Detonate antimatter. Destabilized the antimatter reserves on the target. Causing a proportion of hit combust and deal damage over time. The target is also unable to use antimatter for abilities. Ah, da können wir denen die Abilities gerade mal klauen. Und was haben wir?
Sieht ganz cool aus. Hier stecken wir mal auf. Die markiere ich. Speak your mind. Und dann kann ich den zum Beispiel mit Steuerung mal 1 die 1 zuweisen, damit ich jederzeit meine Flotte wieder auswählen kann. Doppelt 1 fixieren. Und dann sage ich jetzt very wise. Ass kicking time. Ass kicking fucking time. Dann kann man jetzt hier gucken. Doppelt 1 wird direkt auf das Hauptschiff fixiert. Und ihr seht, die Kamera ist fixiert. Commencing phase jump. Dann seht ihr, wie sie alle in den Face Jump gehen. Ich finde das ein ziemlich lustiges Spiel. Das ist echt jedermanns Sache. Ich finde es aber geil. Bats, 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 bats. Phase jump underway. Yeah. Our fleet has arrived. Komm, flieg. Das braucht ein bisschen länger. Und das hat er fixiert, weil das ist... Ah, den Battlecruiser als Hauptschiff. Also nicht den Carrier hat er, so rum. Und durch das Töten von Gegnern steigen wir auch auf. Your time has come. So, und dann kann man hier das sich näher angucken. Kommt dann aus, er ballert, die Schilde halten noch, aber ihr seht, nicht besonders lange, weil es schießen noch 1, 2 da drauf. Und der ist upgraded worden. Dann nehmen wir jetzt zum Beispiel die Fähigkeit, Energieabsorption, dann kann er Antimaterie produzieren, wenn Gegner auf ihn schießen, was für die Spezialfähigkeiten benutzt wird. Und er kann auch was, dann machen wir nochmal einen Fighters-Shot. So. Und wählen wir die 1. Also ihr seht, der Gegner ist jetzt hoffnungslos underpowered. Die halten vielleicht nicht so viel aus, aber die sind einfach nur, um das Feuer von den Capital Ships abzuhalten. So benutze ich die immer. Der ist auch vorrangig eigentlich kein Kampfschiff, sondern bei denen geht es um die ganzen Schwadrone, die ja auch ihren Schaden machen. Deswegen habe ich Bomber und Fighter auch ein bisschen gemischt. Die kleineren Fighter, ne? Und für die größeren die Bomber. Aber wie ihr seht, sieht es Chaos. The Anima are restless. The future is ours. Und da werde ich auch direkt hingehen und den Planeten für uns say no more. Akquirieren. Das kann der nämlich schon mal machen. Der ist eh nicht mehr so fit, obwohl es geht. So langsam hat er sich regeneriert. Our vengeance is yours. Ihr werdet jetzt astrein nur auf den losgehen. Ich werde jetzt das Feuer auf einzelne konzentrieren. Der ist geupgradet wieder. Das ist sehr schön. Antimaterie detonieren lassen. Weiterhin. Your presence is strong. Der da glüht auch. Und der da hat auch keine Spaß mehr. Der gehört jetzt uns. Da bauen wir jetzt hier Temple of Hostility. Damit wir alles bauen können, was wir wollen. Und jetzt können wir gucken. Momentan generiert der nur miese. Deswegen müssen wir den auf jeden Fall upgraden. Wenn wir in naher Zukunft noch Kohle haben wollen. Und da können wir nämlich dann auch schon direkt hingehen. Und dann gehen wir hier zu Hostility und sagen, Illuminator Design können wir erforschen. Fehlt uns noch ein bisschen Kristall. Sind wir gar nicht so. Haben wir die Code für Illuminator Design erforscht. Und dann können wir natürlich noch wo war's? Harmony. Glaube ich. Oder was? Understanding. Ach, Understanding was. Hera Prototype. Envoy. Wesley. Planet Development complete. Werden wir auch noch eins machen und das schicken wir auch dann direkt zu unserem Compadre da oben, damit wir die Bonis kriegen. Sind wir gar nicht so. Das verbessert dann die Allied Forces need our assistance. Die diplomatischen Beziehungen, ne? So, das erforschen wir. Und dann suche ich mal raus. Hier ist ja meine Fabrik für sowas.
kann ich jetzt Cruiser bauen. Momentan nur den Herald Envoy. Construction finished. Und den schicke ich zu einer Welt von meinem Compatre. So. Und das ist sehr gut. Und nochmal, Hostility ist im Bau. Herald and Roy, den können wir natürlich auch erst bauen, wenn es soweit ist. Also nach Upgrades. Man kann aber vorher, wenn man die Upgrades gekauft hat und die aber noch nicht fertig sind, kann man aber vorher schon die Aufträge dafür erteilen. Das ist ziemlich cool. Oh, die fliegen aber schnell wohin. Aha. Ein Gegner. Ja. Sagen sie direkt mal, okay, auf die Fresse, Junge. Knowledge acquired. So, jetzt gehen wir aber erstmal hin und bauen hier noch eine planetare Verteidigung. Ja, ich habe keine Kristalle. Sagte mir doch, dass ich keine Kristalle habe. Fangulo. Insufficient. Aber wir haben auf jeden Fall inzwischen uns schon mal wenigstens auf ein Plus bekommen bei diesem Planeten. Das ist schon mal nicht verkehrt. Hier brauchen wir noch ein bisschen mehr Metall und noch ein bisschen mehr, ja, Kristall. Redemption awaits us all. Redemption awaits us all. Allied forces need our assistance. So, und da sehen wir hier unser Envoy Ship. Das fliegt dann jetzt da jetzt mal so hin. Ach stimmt, ich habe ja Disciple Vessel. Was habe ich denn gemacht? Ich krieg das halt nicht mehr hin. Illuminator Vessel habe ich ja. Was fehlt uns eigentlich da hauptsächlich? Kristall. Zweimal Kristall gekauft. Dann bauen wir mal welche. Insufficient Metal. Ja, ja, Insufficient Metal. Und schicken das hier hin. Während unser anderes Schiff. Your lack of commitment will not go unpunished. Ja. Hier beißt sich in Sekunde gerade ein bisschen die Zähne aus. Jetzt habe ich allerdings überhaupt ganz übersehen, wo eigentlich mein Envoy ist. Da ist es doch. Unity guide our hand. We will make them understand. Ja, oh, Battle Cruiser, wisst ihr was? Ist ja unser Kumpel. Destiny unfolds. Say no more. Und da werden jetzt meine komplette Flotte mal auf die Fresse hauen. Das da ist nur ein Seeker Vessel. Das ist zu vernachlässigen. So, dann können wir gucken, ob wir planetares Management ein bisschen verbessern können. Alles klar. Das ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Hier kann man auf jeden Fall eine Menge machen. Manche werden sich vielleicht ein bisschen erschlagen fühlen von hier diesen ganzen Bäumen. Das ist allerdings, wenn man in Ruhe spielt, ist das nicht so schwer. Wie gesagt, wenn ihr Spaß dran habt, dann dürft ihr euch gerne bei mir melden und mir Bescheid sagen, dass ihr das gut findet. Und dann werde ich vielleicht noch mal ein paar Videos machen, wenn ihr Spaß dran haben solltet an dem Spiel. Ich finde das auf jeden Fall ganz cool. Wir haben jetzt die Mission erfüllt bei Prophets of Sai. Wir haben natürlich keine, weil die, wir haben hier minus 0,61, hier haben wir 10,68 Freundschaft. Dann haben wir so NY Wessel hier. Phase jump underway. All power to jump drive. So. Speak your mind. Die sind unterwegs. Ihr seht, die Karte ist schon etwas größer geworden. Heathens be purged. Kommen wir mal, ob er die Flucht noch schafft. Allied reinforcements have joined the battle.
Und wieder wegfliegen. Nee? Er bleibt wo er ist, oder? Ha, er fliegt. Very wise. Ich flieg hinterher. Auf die Fresse, Junge. Meine kleinen Schiffchen. Und alle, die sich jetzt denken, ich habe ja dann jetzt gar keine Verteidigung mehr. Ich habe hier noch meine Illuminator. Unity, light our path. Die sehen dann so aus, aus der Nähe. Kleine, feine Kampfschiffe. Need our assistance. So. Wenn den Gegner aber trotzdem jetzt nochmal gepflegt aus dem Weltall wischen. Phase Jump wird initiiert, die brauchen wir ein bisschen länger. Und den wische ich jetzt auch nochmal weg. All power to jump drive. So. Heathens be purged. Der Battle Cruiser kriegt's zuerst. Und danach der ganze Rest. Weil er hat einen Battle Cruiser. Damit komme ich moralisch klar. Allied reinforcements have joined the battle. Ist nichts, was mir jetzt ernsthaft Sorgen bereitet. Speak your mind. Oh, war's das schon? Nee. Da ist er doch. Das Flaggschiff. Do not dare resist. Wag es nicht. Um zu resistieren. Widerstehen oder dich zu wehren. So. Oh, failing in English. Hooray. Ja, der sieht nicht mehr so gesund aus. Und unser Schiff sieht ein bisschen so aus. Geht. Geht. Your time has come. Den will ich auf jeden Fall nicht flüchten lassen. Speak your mind. Your time has come. Und ist das? Do this quickly if you seek the Unity's favor. Oh, was war das denn? Purge Wrestle. Und dann hat er nämlich überhaupt nichts mehr. Und dann ist Ruhe. Zumindest nicht auf diesem Planeten. Und mit dieser schönen Explosion verabschiede ich mich aus diesem Let's Test. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Habt ihr Vorschläge, was ich mal testen soll? Schreibt es mir in die Kommentare und ich gucke, ob ich es einrichten kann. Und dann sehen wir uns vielleicht bei Folge 2 von Let's Test irgendwelchen Software-Shit, den ich finde. Danke fürs Zuschauen. Haut rein.